Mit positiven Personalnews geht die Viktoria aus Aschaffenburg ins abschließende Prestigeduell vor gut 900 Zuschauern gegen den 1. FC Schweinfurt 05. Cheftrainer Jochen Seitz bleibt für ein weiteres Jahr am Schönbusch und will mit seiner Mannschaft dann besser abschneiden als in dieser doch recht wechselvollen Saison. Auch für die Schnüdel in Weiß und Grün lief es alles andere als wunschgemäß. Im Titelrennen spielte man letztlich keine Rolle und so geht es heute eigentlich nur noch um einen einigermaßen versöhnlichen Abschluss. Doch die Gäste präsentierten sich eingangs so wie in den vergangenen 5 Spielen, aus denen sie ja nur einen Zähler holten. Aschaffenburg wesentlich aktiver und nach 2-3 Halbchancen mit dem ersten richtig guten Abschluss von Kapitän Daniel Charon in der 12. Minute, letztlich aber kein großes Problem für Bennett Schmidt. Kurz darauf die Hausern mit der Balleroberung durch Benny Bayer, Benedikt Laverty mit viel Übersicht und Elias Niesig muss eigentlich nur noch einschieben. Tja, eigentlich. Danach fanden die Schnüdel etwas besser rein, ohne aber selbst was zu inszenieren. Und in der 26. Minute unterläuft ihnen dieser Aufbaufehler. Kay Verkay steckt durch auf Laverty und der lupft die Kugel wunderbar rein zur verdienten Führung für die Viktoria. Doch quasi mit ihrem ersten richtig zu Ende gespielten Angriff glichen die Schweinfurter aus. Der zu den Münchner Löwen wechselnde Meris Kenderovic erzielt nach einer feinen Einzelleistung das 1:1 nach 32 Minuten. Das gefährlichere Team in diesem unterfränkischen Duell, das letzte Saison übrigens noch Teil der Meister-Playoffs war, blieben aber die Gastgeber. Und trotzdem gingen sie mit einem 1:2 Rückstand in die Pause, denn kurz vor der Halbzeit foult Bayer nach seinem Ballverlust Kevin Ferry im Strafraum und Christian Böhnlein lässt sich diese Chance nicht entgehen. Schmeichelhafte Führung für die Gäste nach 45 Minuten. Doch individuelle Fehler und daraus resultierende Ballverluste blieben auch nach dem Seitenwechsel ein Problem im Aschaffenburger Spiel. Aus einem solchen resultiert dieser Schweinfurter Angriff hier. Skenderovic und Edin Hiseni verpassen aber 6 Minuten nach Wiederbeginn das durchaus mögliche dritte Tor für die Schnüdel. 4 Minuten später setzt auf der anderen Seite Bayer einen Freistoß knapp daneben. Immer noch alles offen in dieser Partie. Pech dann für die Gastgeber in der 58. Minute. Der Kopfball von Niklas Meyer landet nur am Querbalken. Eher etwas zufällig, dann nach gut einer Stunde die nächste Chance zum Ausgleich. Schweinfurts Kapitän Lukas Billig springt unter dem Ball durch. Meyer hat freie Bahn, aber diesmal schießt er daneben. Danach verpuffte der Aschaffenburger Schwung jedoch. Die Schnüdel schienen nun alles im Griff zu haben. Vergaßen aber in der 81. Minute bei einer Ecke Niklas Borger am Fünfeck. Der 2:2 Ausgleich, der sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr wirklich angedeutet hatte. Die Viktoria hatte nun aber nochmal Blut geleckt und drängte auf den Siegtreffer mit Erfolg. In der 88. Minute hält Laverty den Schlappen in eine Hereingabe und trifft etwas glücklich mit Unterstützung des Innenpfostens zum 3:2 Endstand. Ja, ich glaube, wir haben heute wirklich hochverdient gewonnen. Es hätte auch das eine oder andere Tor mehr fallen können für uns. Ich glaube, die erste halbe Stunde müssen wir eigentlich schon zwingend 3:0 führen. Und dann Schweinfurt, das ist dann schon eine individuelle Klasse, dass sie mit 2 Angriffen dann auch zu 2 Toren kommen. Und wir haben dann gesagt, in der zweiten Halbzeit, wir wollen jetzt nochmal alles reinlegen. Wir wollen wirklich einen guten Saisonabschluss und haben dann zum Schluss noch 2 schöne Tore erzielt, schön rausgespielt, genauso wie das erste. Ich glaube, die Zuschauer können heute wirklich wieder zufrieden sein. Wir haben ein attraktives Spiel abgeliefert und dementsprechend auch hochverdient gewonnen. Ja, ich glaube, dass es nochmal ein tolles Fußballerlebnis war für alle Zuschauer, die da waren. Ich glaube, es ist immer schön, wenn man dann so ein Hin und Her sieht im Spiel, wie er glücklich vielleicht in der ersten Halbzeit diese 2 Tore erzielen. Aber dann waren wir eigentlich da, waren relativ stabil gegen den Ball auch. Und dass dann hinten raus die Kraft fehlt, ist vielleicht dem geschuldet, dass wir hier mit 12 Feldspielern auch herfahren. Dass dann die Jungs vielleicht irgendwann den letzten Metern nicht mehr gehen können, ist, glaube ich, auch normal. Und leider dann das Spiel hinten raus verloren. Glückwunsch an Aschaffenburg und jetzt wünsche ich allen erstmal eine schöne Sommerpause. Aschaffenburg dreht also spät das letzte Saisonspiel noch zu seinen Gunsten und hat damit nun sehr gute Karten, das Ziel einstelliger Tabellenplatz zu erreichen. Schweinfurt beendet eine insgesamt enttäuschende Spielzeit auf Rang 5.